Servus zusammen, herzlich willkommen zurück an der Tankstelle an Tag 36. Es ist gerade noch mal ein bisschen Kundschaft reingekommen, deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall noch zusehen, dass wir die hier alle durchgeschleust bekommen. Finanziell sieht es gut aus und dann ist ja der Plan für die heutige Folge, einfach nochmal dicht zu machen und die ganze Geschichte hier ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich habe zwischenzeitlich noch mal ein paar Produkte nachgekauft, allerdings ist das alles immer noch so ein bisschen lückenhaft. Also Plan ist auf jeden Fall, ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, schon ein paar weitere Regale gekauft, dass wir hier einfach mal so ein bisschen umdisponieren. Die kleinen Regale durch große ersetzen, eine weitere Backstation hier aufbauen. Und ansonsten, wir haben ja genügend Geld übrig. Also es wird auf jeden Fall für eine größere Bestellung reichen. Und vielleicht ist dann sogar noch genügend übrig, dass wir hier noch ein bisschen was im dekorativen Bereich tun können, beziehungsweise vielleicht tatsächlich mal hier diese Asphaltierung dazu kaufen. Das würde mir, glaube ich, sehr gut gefallen. Ansonsten ist der Stand der Dinge ja, wir haben Workshop auf Level 5, Tankstelle auf Level 5. Fehlt, glaube ich, nur noch das Warenlager. Also ich glaube, das dümpelt noch so auf Level 4 vor sich hin. Da könnten wir vielleicht gerade schon mal reinschauen. Genau, 5, 5, mehr geht also nicht, oder? Da ist auch nicht mehr drin. Nee, Level 5 ist das Maximum. Was würde uns das Warenlager denn kosten, wenn wir das direkt noch... Okay, gerade mal 800. Und dann haben wir immer noch knapp 2000 für alle möglichen anderen Ausgaben. Aktuell 1000 Kapazität. Dann gönnen wir uns noch ein Level, oder? So, dann haben wir tatsächlich die ganzen Hauptgebäude durchgängig auf Stufe 5 ausgebaut. Das bedeutet, okay, 1500 hier fürs Warenlager. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Okay, wenn wir sowieso schon am Rechner sind, dann lassen wir die Leute im Hintergrund hier noch ein bisschen weiter wurschteln. Wir gehen schon mal direkt in die Produkte rein und bestellen. Beziehungsweise... Ja doch, wir bestellen einfach von allem noch mal ein bisschen was. So, Eiscreme hatte ich in den letzten Folgen generell immer total vergessen. Da kaufen wir mal von allem so ein bisschen was. Alkohol ist natürlich immer eine gute Investition an der Tankstelle, würde ich sagen. Zigaretten, auch immer wieder ein Problem. Und ich glaube, das Regal ist ziemlich leer. Schauen wir doch mal. Ein paar Erfrischungsgetränke. Da haben wir sowieso schon das große Regal. Ein paar Backwaren. Nochmal ein paar Spielzeuge vielleicht. Ach, da geht es ja auch noch ein Stückchen runter. Dann nehmen wir das hier auch noch, das hier noch, das hier noch. Und bei den Teddybären natürlich. Schlagen wir auch nochmal zu. So, und ich denke, recht viel mehr dürfte dann wahrscheinlich eh nicht drin sein, oder? Ja, wobei, wir haben noch ein bisschen Platz. Brillen, beziehungsweise Hüte. Hüte, Hüte, Hüte. Ganz, ganz wichtig. Natürlich ist hier der Drinking Helmet. Er hier. Und selbstverständlich der Aluhut. Ganz klar. Wikingerhelmchen nehmen wir auch nochmal einen dazu. So, und bei den Brillen, dass wir da auch nochmal ein bisschen Angebot haben. Cool Glasses. Nimm mal Cool Glasses. So. Nochmal einmal ganz voll. Jetzt sind wir bei 1429 von 1500. Nehmen wir noch ein Autopflegeprodukt. Wash and Wax. Da geht immer noch ein bisschen mehr, ne? Ja gut, das passt schon so. Dann sind nämlich die Lager fast voll. So, Geld haben wir noch 700. Dann schauen wir, dass wir vielleicht noch auf 1000 kommen. Und dann machen wir den Laden dicht. Ausruhen, ausruhen, ausruhen. Okay, es sind alle am Ausruhen. Dann schicken wir aber zumindest nochmal einen an die Kasse. Tanken machen wir derweil selber. Angestellter. Okay, die müssen wir auch noch ausbezahlen. Er ist ausgeruht. Er ist nochmal am Reparieren. Dann schicken wir ihn hier gerade nochmal an die Kasse. Ah, das ist ja ärgerlich. Ich habe jetzt hier zwar neue im Angebot, aber wieder keine Frau. Kann es sein, dass es einfach generell extrem wenige Frauen gibt hier bei den Mitarbeitern? Oder kann ich hier irgendwo noch durchschalten? Ich glaube nicht, oder? Ich kann immer nur abwarten, wenn ich einen einstelle von denen, dann wird mir danach, nach dieser abgelaufenen Zeit, neue angeboten, aber schade. Na gut, okay. Hilft ja alles nichts. So, dann ist die Kasse wieder besetzt. Wir machen nur ganz kurz das Gröbste hier, zumindest den Müll rausbringen und die Grundreinigung, das machen wir einfach, wenn der Laden dicht ist. Dann schwingen wir uns noch schnell an die Zapfsäule, würde ich sagen. Werkstatt ist noch belegt, sehr gut. Sprit müssten wir auch noch genügend haben. Ja,
Ja, knapp 400 sind jetzt noch drin. Mann, also so irgendwann in den letzten 5 Folgen oder so, würde ich sagen, ist die Tankstelle wirklich lukrativ geworden mit den 3 Zapfsäulen, mit ausreichend Mitarbeitern. Na, aber es geht jetzt natürlich auch mit großen Schritten dem großen Finale entgegen, von dem ich noch nicht weiß, wie es dann aussehen wird, aber ehrlich gesagt, ja, so viel mehr gibt es dann halt nicht zu tun. Wir werden natürlich diesen ganzen dekorativen Kram noch dazu nehmen, nur schon mal so als Ausblick, aber ich glaube, wir sind ja jetzt irgendwo bei Folge 25, 26 um den Dreh. Also mehr als 30 Folgen werden das am Schluss nicht werden, weil irgendwann gibt es einfach nichts mehr zu tun und wenn wir den ganzen Deko-Kram auch noch dazu gekauft haben, plus die ganzen Parkplätze und so weiter, also irgendwann ist ja einfach das Ende der Fahnenstange erreicht, dann kann man auch noch reich werden, dann könnten wir uns so als letztes Ziel noch setzen, dass wir diese 1500 noch voll bekommen, was ja aktuell noch die Aufgabe ist, schauen, ob danach vielleicht noch eine weitere Aufgabe kommt, aber das wird es dann auch gewesen sein, ne? Aber es war ja auch relativ klar von vornherein, dass es hier nicht ewig so dahin geht. Ich hatte auch am Anfang, glaube ich, mal irgendwann spekuliert, vielleicht wären es auch nur 10 Folgen und danach wird das Ding langweilig. Aber nein, ich spiele das sozusagen tatsächlich bis zum Ende durch. Also bis es einfach nichts mehr zu tun gibt, weiß einfach, es ist einfach ein cooles Spiel. Muss man schon ganz klar sagen. Also für den Preis, den ich gezahlt habe, und das war ja nicht viel, hat sich total gelohnt. Jetzt schon auf jeden Fall. Würde ich wieder kaufen, ganz klar. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir irgendwie einen netten Ersatz. Also irgendwie so im, was so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Vielleicht auch nochmal irgend so ein Blödsinns-Simulator oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas Schönes für zwischendurch, kurzweilig, ohne dass man da groß vorbereiten muss. Dass man ohne viel nachzudenken einfach anschmeißen und losdaddeln. Irgendwie sowas in der Richtung als Ersatz für die Tankstelle wäre schon ganz cool. So, wir haben noch 2x Kunde an Kraftstoff und ich denke, die werden wir jetzt einfach noch schnell bedienen, dann haben wir immerhin über 1000. Ja, wobei, vielleicht schauen wir, dass wir noch auf 1500 kommen. Dann könnten wir uns auf jeden Fall hier die geteerte Einfahrt leisten. Aber dann sind die 1500 halt auch direkt schon wieder weg. Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Lieber nochmal ein bisschen im dekorativen Bereich was machen. Hier der ganze Außendeko nochmal dazu kaufen. Oder das, was halt geht. Noch ein bisschen was übrig lassen, vielleicht, dass wir nochmal Sprit nachkaufen. So, und ich glaube, jetzt machen wir den Laden dicht. 1382 Dollar 44 Cent. Tankstelle ist geschlossen. Es ist übrigens schon wieder eine neue E-Mail reingekommen, aber ich glaube, das ist immer die gleiche. Die erscheint einfach jedes Mal neu, sobald man das Spiel neu startet. Und das habe ich tatsächlich gerade eben erst getan vor Aufnahmebeginn. Ich glaube, dann ploppt diese E-Mail einfach wieder neu auf. Ihn werden wir einfach mal abziehen. Und der soll mal putzen in der Zwischenzeit. Schauen wir mal hier, das war's, viel Glück. Ja, das ist genau die gleiche Mail, die schon mal kam. Okay. So, jetzt mal kurz überlegen. Also er macht sauber. Kommt noch ein Lieferant. Ich glaube, da dürfte jetzt erstmal nichts mehr kommen. Und die anderen haben sich alle abgelegt und ruhen sich aus. Dann zahlen wir die vielleicht erstmal aus. So, und dann fangen wir mal an vielleicht mit den Regalen. Wie ist das denn, wenn ich das Ding abbaue? Ich hoffe, dass die ganzen Sachen halt einfach dann quasi im Inventar verschwinden. Hoffe ich. Ich hoffe es inständig. Okay, jetzt muss ich schauen. Abzulegen. Ah, okay, dann mit Rechtsklick wandert das Ding ins Inventar. So, dann schauen wir doch mal. Regale. Großer Alkoholstand. So, wenn wir hier ein bisschen aufrüsten. Das ist die Frage, sollen wir hier wirklich nochmal irgendwie umbauen oder... Also, würde ich jetzt nicht im großen Stil machen, glaube ich. Wir nehmen mal die Pflanzen hier weg. Ist mir auch nach wie vor ein Rätsel, warum die schrumpfen. Es macht einfach keinen Sinn. Aber egal. Wir stellen die irgendwo ein bisschen beiseite, die Dinger, ne? Weil, wir haben ja gesehen, da bleibt die Kundschaft ganz gerne mal dran hängen und auch die eigenen Angestellten. Stellen wir sie mal hier irgendwie Richtung Fenster hin. So, kriegen wir das Regal jetzt hier unter? Regale. Ein großer Alkoholstand. Ja, das geht schon irgendwie, oder? Funktioniert das? Ja, ich würde sagen, ja. Ach, jetzt habe ich ihn wieder aufgehoben, verdammt. So.
Okay. Sonst, ich glaube, das war ja tatsächlich das einzige Regal, von dem ich eine größere Version gekauft habe. Ne? Hutständer, da gibt es ja, ist ja Einheitsgröße, Autopflegestand. Ah, wobei, da hätte es einen größeren gegeben. Aber wir können auch einfach zwei kleine bauen, oder? Das ist ja, kommt ja wahrscheinlich auch selber raus. Nur die Frage ist, wohin? Am ehesten noch hier, würde ich sagen. Ja, kommt die Pflanze weg. Fertig. Und stattdessen hier nochmal ein weiteres Autopflegeregal. Autoteile. Ach, hier habe ich tatsächlich auch nochmal so eine Übersicht. Okay, das wusste ich gar nicht. Ah, okay, ist mir nie aufgefallen. Okay, kleiner Autopflegestand. Den zweiten Hutständer würde ich natürlich sehr gerne hier noch irgendwo unterbringen. Also auf jeden Fall schon auch so im Kassenbereich. Ne? Da vermute ich solche Stände, wenn ich in eine Tankstelle gehe und mir einen Hut kaufen möchte, was durchaus regelmäßig vorkommt. Ja, das im Eingangsbereich hier vielleicht. Ja, komm hier. Passt. Und den zweiten Gepäckständer wollte ich auch nochmal irgendwo platzieren. Das blockiert sich wahrscheinlich gegenseitig. Ah, schwierig. Ich bräuchte tatsächlich noch ein bisschen mehr Platz. Gut, wir müssen halt hier nochmal ein paar Pflanzen weghauen. Die kommen weg. Schade, schade, dass man die nicht draußen aufstellen kann. Jetzt habe ich doch so viele Pflanzen. Und ich habe es gerne grün. Ja, passt schon. So, dann machen wir das Ding mal voll hier. Oh, jetzt, Entschuldigung. Die einsammeln. Wie kriege ich die denn wieder ins Regal? Das funktioniert gar nicht, ne? Ah, doch, 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 doch. Hier mit Linksklick kann man sie tatsächlich auch manuell hier ablegen. Okay. Gut. Dun, 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 dun. Schmeißen hier rein, was reingeht. Dann hier hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen Nachschub geholt. Cool Glasses. Den machen wir einmal voll. Sehr gut. Oh, sieh mal einer an. Die haben ja viel mehr Fassungsvermögen, als ich dachte. Da hätte es den zweiten gar nicht gebraucht. Vorerst nicht. Okay. Dann schauen wir, dass wir hier möglichst viele unterschiedliche Dinge haben und füllen dann auf. So, das müsste jetzt tatsächlich einmal komplett voll sein hier, ne? Zeitungen müssten auch noch übrig sein. Können wir, glaube ich, auch einmal voll machen hier, das ganze Ding. Wo haben wir denn noch was übrig? Da haben wir auch noch ein bisschen was gekauft. So, der ist auch gut gefüllt. Dann hier ganz wichtig natürlich Plüsch. War, ist auch noch nicht ganz voll geworden. Verdammt. Ah, wir brauchen tatsächlich noch mehr Spielsachen und mehr Plüschtiere. So, dann haben wir hier noch einen zweiten. Das ist gut gefüllt. Da haben wir sicherlich noch ein bisschen Platz. Da geht auch noch was. Oh, jetzt habe ich wirklich wieder die Ice Cream vergessen. Kann das sein? Moment mal. Ach nee, doch nicht. Alles gut. Sträflich vernachlässigt hier die Kühltruhe. So, die ist auch gut gefüllt. Hier können wir auch noch schön voll machen. Für jeden was dabei. Okay. Ja. Sauber gemacht haben sie in der Zwischenzeit auch. Die Pflanzen noch ein bisschen umstellen. Einfach so, dass sie möglichst nicht im Weg rumgehen. Ne? Das hilft alles nichts. Und hier hinten kann man so die kleine Dschungelecke noch einrichten hier. Haben wir hier noch ein bisschen was. Die Hälfte davon habe ich aus den Kofferräumen der Kunden. Ah. Ah. Passt doch. Kann sich sehen lassen. Boah, hier draußen ist auch bisschen sauberer geworden alles, ne? Schön, okay, dann werden wir hier noch ein bisschen streichen. Der kleine Gerattler von nebenan war ja des Öfteren schon wieder da. Schauen wir das mal. Jusack. Okay, und zu guter Letzt natürlich dann auch noch, gehen wir nochmal die ganze Dekoliste durch. Also Außendeko-Elemente, was man da nicht noch so alles kaufen kann, da werden wir jetzt auch noch ein bisschen was dazu bringen. Wir haben ja noch Geld übrig. Vielleicht noch ein bisschen was für Sprit aufbewahren. Die Vorderseite hatte mir auch ziemlich voll geschmiert. Da müssen wir auch nochmal drüber gehen. So.
Hier an der Seite geht's eigentlich. So, da müssen wir nochmal drüber. So. Und hier die beiden Elemente auch noch. Werkstatt, da werfen wir gleich nochmal einen kurzen Blick drauf. Denn da ist ja auch das Gebäude ist ja tatsächlich größer geworden, womit ich gar nicht gerechnet hätte. So. Da hätte ich auch, was tatsächlich in meinen Augen ganz cool wäre, die Funktion, dass man den Maler mal kommen lässt. Dürfte ja ein bisschen was kosten. Einfach einer, der das einfach mal komplett übernimmt und die ganze Bude streicht, von oben bis unten, samt Dach. Ist schon ein bisschen mühsam, ne? Und wahrscheinlich auch nicht so spannend. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Die beiden Stützbalken hätte ich ganz gerne noch einheitlich. Und dann schauen wir noch ganz kurz über die Werkstatt drüber. Das ist tatsächlich auch eine der Aufgaben, die jetzt nicht so mega viel Spaß bringt, muss man ganz klar sagen. Dann bring lieber Müll raus und schmeiß ihn auf die Straße. Die Türen dort, glaube ich, noch, oder? Es reicht ja eigentlich, wenn das Ding einfach hier zur Vorderseite hin ordentlich aussieht. So, wieso geht das nicht? Ah, doch. Innen drin ist auch nicht so wichtig, ne? Darf ruhig ein bisschen abgeranzt aussehen. Ist ja, da wird ja gearbeitet. Das ist ja eine Werkstatt hier. Ja, das lassen wir einfach so. Seite, Rückseite und so weiter. Ich glaube, das lassen wir einfach so. Ich will es mal nicht zu sehr ausdehnen, die ganze Geschichte. Wir schauen lieber nochmal hier nach dekorativen Elementen. So, er hat nichts mehr zu tun, oder was? Er ist noch zum Reinigen eingeteilt und findet offenbar nichts mehr. Ja, ich wüsste noch, wo es noch was gibt, ne? Aber das ist ja alles. Okay, was wir gerade nochmal ausprobieren könnten, wenn wir die Müllsäcke zurück aufs Gelände schmeißen, holt er sich die dann gleich. Na? Ich sehe ihn nicht mehr. Er steht noch rum und macht nichts. Ja, vielleicht, also wenn man das einmal auf die Straße geschmissen hat, vielleicht denkt er sich dann, ja, ist nicht mein Problem. Ich habe ihn jetzt fast schon getroffen. Na, hier gibt es nichts zu tun. Ich habe keinen Müll gesehen. Na schön, da müssen wir hier selber gerade nochmal Hand anlegen. Und dann gehen wir nochmal an den Computer ran. Einen weiteren Parkplatz hätten wir auch noch im Angebot, ne? Aber, mein ja, gut, werden wir auch noch machen, aber wird auch einfach nur generell ein paar mehr Kunden reinspülen. Schauen wir mal. Einmal an den Rechner geschwungen. Ein paar Hüte könnte man bei der Gelegenheit noch nachbestellen. Das machen wir direkt mal, oder? Na, wobei, bevor wir jetzt Geld ausgeben, Dekorationen. Innenbereich, da gibt es ja auch noch was. Was hätte man denn da noch so im Angebot? Okay, vielleicht noch ein paar nette Sachen für die Wände. Eine goldene Felge. Ja, aber lieber nochmal was leuchtet. Also hier nochmal so eine Wandleuchte, das lasse ich mir eingehen. Habe ich die jetzt schon gekauft? Scheiße. Jetzt habe ich sie gekauft. Level 5, hängend, Veranda-Foto, Sumpffoto, Goldfelge, Angeltrophäe, Bierschild, Winter Survival Simulator, das ist glaube ich auch ein Spiel von denen, ne? Ja. Jetzt auch alles nicht ganz günstig, will ich mal sagen. Und dann stehen die Sachen im Weg rum und die Kunden laufen dagegen. Ach, weiß ja nicht. Aber das sind zumindest Sachen, die kann man sich an die Wand hängen. Ja, alles ganz nett. Wir nehmen nochmal hier so eine Wandleuchte dazu. Das machen wir nochmal. Und dann Einrichtung, da gibt es ja auch. Gut, den letzten Parkplatz hätten wir hier noch. Toiletten haben wir alle, ne? Ja, da haben wir auf jeden Fall alles. Was ist hier los? Zapfsäulen, haben wir ja auch schon alle. Eine Bushaltestelle haben wir auch schon. Okay, also fehlt hier in dem Bereich nur noch ein Parkplatz. Dann schauen wir nochmal bei den Dekorationen. Nein, falsch, Innenbereich, Außenbereich. Da gehen wir nochmal durch. Da gehen wir nochmal dran. Vorderseite Tankstelle
haben wir alles. Seite der Tankstelle, da kaufen wir nochmal ein bisschen was. Luftpumpe. Ach, sieh eine an, okay. Motorölbanner nehmen wir auch noch dazu. Tankstellenhauptschild nehmen wir auch noch dazu. Oh ja! Mhm. Das gefällt mir. Wimpelketten, kann man nicht genug haben. So, dann haben wir, glaube ich, die Seite. Dann hätten wir hier noch, was ist das? Hinten raus. Okay. Ja. Und das war's. Dann haben wir die Hinterseite auch komplett ausdekoriert. So, dann sind wir hier vor der Seite der Tankstelle Level 2. Dann haben wir hier so ein Schildchen. Tankstelle Neon-Schild. Ja, finde ich gut. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Alles, was irgendwie leuchtet und blinkt, sofort gekauft, ganz klar. Belohnungszentrum und so, alles super. Okay. Dann hier gibt es noch so eine Seitenbank und ein altes Ölbanner. Super, und die Sachen kosten auch nicht viel, ne? Alles so ganz kleine Summen. Hier 35 für eine alte Bank, sofort gekauft. No brainer. Shut up and take my money. Künstlich dekorative Blume. Gerne. So. Die Autonadel. Kann man uns nicht mehr leisten, leider. Kann man uns nicht mehr leisten, ne. Das Ding, auch zu teuer. Ne? Ich glaube, der Rest, da waren jetzt relativ teure Sachen dabei. Wir könnten, ja, bei den Bäumen könnten wir nochmal drüber nachdenken. Bei den Bäumen können wir noch ein bisschen investieren. Parkplatz-Picknick-Set. Nee. Ja, machen wir eine Palme. So, und die 235, die lassen wir jetzt, glaube ich, einfach noch übrig. Okay. Ja. Passt. Würde ich sagen. Warten wir, bis der Sturm durchgezogen ist. Und vielleicht müssen wir hier nochmal ein bisschen aufräumen. Was wir gerade noch machen könnten... Da müsste, ist der Sand noch drin vom letzten Mal. Ja, ich hatte gehofft, der verschwindet vielleicht, wenn ich denn dann das Spiel neu starte. Aber gut, müssen wir tatsächlich... Den leeren wir nochmal aus, damit der einfach wieder parat steht. Hier der kleine Bagger. Boah, ich sehe halt echt nichts, gell? Na, kann ich ausleeren? Ich sehe überhaupt nichts. Irgendwie der Sinn von dem Sandsturm, ne? So, hier. Zack. Drehen wir mal. Ja, seht ihr, ne? Da haben wir die nächsten beiden Sandhäufen. Die hinterblieben sind. Dann werden wir die auch noch schnell beseitigen. Und dann können wir die Sache wieder aufsperren hier. Sehr schön. Hier mit dem Sonnenaufgang, beziehungsweise jetzt, wenn der Sturm vorbei ist. Am frühen Morgen. Also es ist, man muss auch wirklich sagen, es ist optisch, es ist schon nett gemacht, ne? Kann man jetzt nicht meckern. So, wo ist denn jetzt hier? Ah. So, da lang. Einmal noch. Ja. Gut, gut. Alles auf Level 5. Regale sind befüllt. 5 von 5 Mitarbeitern. Ein Parkplatz fehlt noch. Die Asphaltierung fehlt noch. Der letzte Deko-Kram, diese komische Nadel und was da nicht noch so alles dabei war. Aber ansonsten, ja, ich vermute mal irgendwie noch so 2-3 Folgen. Ja gut, die 5000, die werden wir dann auch noch irgendwie erwirtschaften und einfach mal schauen, was passiert, ne? Dann, damit wir die Aufgabe da auch noch abgeschlossen haben. Aber recht viel mehr wird dann, glaube ich, hier nicht passieren. Sehr schade, also ich hätte auch, glaube ich, Bock, da 50 Folgen daraus zu machen. Aber wenn es halt nichts mehr zu tun gibt, ne, was ein bisschen machen. Aber cool ist es schon. Also es hat sich, ich habe es ja schon erwähnt, hat sich wirklich gelohnt. Ich müsste mal ausrechnen, Gesamtpreis, den ich bezahlt habe, geteilt durch Spielstunden. Da kommt, also das sind dann günstige Stunden, glaube ich. Und so. Das ist ja durchaus eine Rechnung, die man ausmachen kann, wenn man
sich überlegt, ob das Spiel jetzt den Kauf, den Preis wert war oder nicht. Für mich auf jeden Fall. Jetzt schon. So. Geöffnet. Schön. Gefällt mir. Oh, wunderbar. Also da geht man doch gerne tanken, oder? Oder Bier kaufen. Oder Donuts kaufen. Oder Plüschtiere kaufen. Oder aufs Klo. Oder man lässt sich ausrauben auf dem Parkplatz. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten hier, sozusagen sein Geld loszuwerden. Wunderbar. Wie viel Kraftstoff haben wir eigentlich noch? 363, okay. 336 natürlich. Okay, dann kommandieren wir gleich unsere Leute ab. Angestellte, die wollen noch ausbezahlt werden. So, jetzt aber auch wirklich den Profi, mein bester Kassenbediener. Dann Hiroki, den habe ich glaube ich tatsächlich als Mechaniker auch explizit eingestellt. Autos reparieren. Und Juan geht an die Zapfsäule. Die anderen beiden erstmal Backup. So. Sehr schön. Und wir schauen uns das Ganze hier gemütlich an. Ach, schön. Top Sortiment. Schöne große Menge an alkoholischen Getränken. Das ist natürlich wunderbar. Gerade für die motorisierte Kundschaft, wenn die hier anfahren, kann sie sich hier direkt schön ihr Auto und sich selbst volltanken. Noch ein bisschen Gebäck hinterher. Mhm. Und den Trinkhelm für das Fahrtbier. First Aid steht da drauf. First Aid. Ja. Ja, geil. So, geht schon los. Erste zahlende Kundschaft. Werfen wir mal einen Blick drauf. Ja, wunderbar. So hatte ich mir das vorgestellt. Ne? Das ist halt das Chef-Dasein. Ich zeige hier Präsenz. Die Leute sehen, dass ich da bin. Sie werden es auch zu schätzen wissen, dass sie hier wirklich in eine tiptop aufgeräumte Tankstelle kommen. Es ist ja wirklich alles blitzeblank. Die können vom Boden essen. Regale sind aufgefüllt. Denen wird auch nicht entgangen sein, dass hier alles neu gestrichen ist. Neue dekorative Elemente hier mit Blinky Blinky und allem Möglichen. Also schon geil. Recht viel mehr geht da noch nicht, ne, glaube ich. Oh Mann, was für ein cooles Spiel. Was eine gute Idee, oder? Also es funktioniert einfach echt gut, dieses Spiel. Hätte gerne direkt so als direkten Nachfolger von der Tankstelle, hätte ich gerne irgendwie noch so ein Ding. Muss ja keine Tankstelle sein, könnte irgendwas anderes sein. Mir fällt auch gerade nichts Vernünftiges ein, aber keine Ahnung. Ja, Tankstelle funktioniert schon verdammt gut. Die Sache mit der Werkstatt könnte man eventuell noch irgendwie so ein bisschen ausbauen. Wobei, es gibt ja glaube ich sogar einen Car Mechanic Simulator, ne? Na, Autoteile müssen wir mal wieder ein bisschen nachbestellen. Okay, ja, da tatsächlich. Keine Reifen mehr. Ach du Scheiße. Ah, okay. Na gut, da müssen wir erst wieder ein bisschen Geld verdienen. Aber ansonsten läuft der Laden ja. Sehr schön. Gut, gehen wir abschließend noch ein paar Autos knacken, würde ich sagen, oder? Wollen wir uns noch die Finger ein bisschen durchlockern, sozusagen. Ein bisschen Gymnastik hier. Schauen wir, dass wir hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, ist halt wunderbar. Also ich meine, solange die Angestellten die Arbeit haben, dann hat man natürlich auch ein bisschen Zeit für seine Hobbys. Ich finde das gar nicht schlecht. Das ist ja auch das, da will ja jeder Selbstständige auch hinkommen. Ne? Am Anfang ist ja bekannt, arbeitet man selbst und ständig. Aber irgendwann, wenn man genügend Angestellte hat, hat man auch einfach wieder Zeit, Freizeit, kann seinen Hobbys nachgehen. Die Dinge verfolgen, die einem wirklich Spaß machen. Autos knacken. Müllsäcke auf die Straße werfen. Scheiße. Und die nächste. Ach ja. Also das ist halt auch, dass ich war jetzt so mit in der Arbeit versunken und musste hier schuften von früh bis spät. Da bin ich jetzt auch einfach ein bisschen aus der Übung gekommen. Hände sind so ein bisschen eingerostet. Oh, 7. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon. Waren doch nur 6,79. Ich könnte natürlich, wenn ich jetzt total cooler Chef bin, könnte ich mir überlegen, also nachdem ich ja praktisch dank meiner Angestellten jetzt hier diese Freizeitaktivitäten genießen kann, müsste ich eigentlich das Geld, was ich dadurch erwirtschafte, in Prämien ausbezahlen. Müsste ich eigentlich der Fairness halber machen, ne?
Aber vielleicht behalte ich es auch einfach. Oh, habe ich hier noch Sand übersehen? Ach du Scheiße. Na gut, dann müssen wir da jetzt aber auch schnell dran. Das geht so natürlich nicht. Die kommen ja nicht an die Zapfsäule, wenn hier der Sandhaufen ist. So, ist er voll? Ja, ist voll. Gut. Rudi, es gibt nochmal einen Job. Da. So. Einsteigen. Einsteigen. Ach, wir haben ja noch Sand vorne drin. Okay, müssen wir schnell abladen. Ich glaube, ich habe schon mal versucht, oder? Hier durchzufahren. Ich glaube, es geht nicht, oder? Ich versuche es trotzdem nochmal. Ja, super. Ja, super. Jetzt muss ich da echt außen rumfahren. Ne? Mann. Habe ich übersehen vorher in den Sandhaufen. So, Turbo anschmeißen. So. Na, das müsste doch genügen. Ja. Und dann müssen wir hier einmal außen rumfahren. Was ein Ärgernis. Boah, und ich glaube, also irgendwer hat es mir schon in den Kommentaren geschrieben. Ich hatte ja auch schon mal die Frage gestellt, ob das mit dem Sand irgendwie besser wird. Oder auch mit der Verschmutzung der Tankstelle. Weil es sind ja immer ohne Ende Fußspuren da drin, sandige Fußspuren. Ob das nicht irgendwie ein bisschen besser wird vielleicht, wenn man hier asphaltiert. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich meine, dass das tatsächlich einfach nur so ein optisches Ding ist. Was tatsächlich ein bisschen schade ist. Finde ich. Man hätte dem Ganzen noch einen angenehmen Nebeneffekt geben können. Ist ja auch nicht ganz günstig mit 1500. So. Rudi, was steht da hinten noch drauf? 102, kann sein. Wie auch immer. Dann bringen wir den wieder in seine Einsatzposition. Vorsicht, Vorsicht. Also hier steht er schon ganz gut. Das war übrigens auch ein super Tipp, den einfach hier immer parat stehen zu haben. So, zack, abgestellt. So, jetzt habe ich völlig vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Irgendwas wollte ich noch machen, oder? Entschuldigung, die Dame. Ja, ich könnte noch irgendwie so Nasenklammern dazu verkaufen, oder? Für teures Geld. So schlimm ist für die Leute. Er soll sich halt FFP2-Masken besorgen, ne? Okay, gut. Wir machen noch eine letzte Bestellung. Wir haben ja wieder genügend Geld hereingewirtschaftet. Gehen wir hier nochmal dran, denn Kraftstoff müssen wir natürlich nochmal schauen. Ja, können wir auf jeden Fall nochmal. Was kostet mich denn 500.000? Ja, machen wir. Wird eingekauft und dann gehen wir noch. Ach nee, Quatsch. Ich wollte gerade nochmal Produkte nachbestellen, aber hier ist ja tatsächlich der Engpass. Es ist halt auch wieder. Aber ein bisschen was müssen wir kaufen. Dass wir zumindest ein bisschen was auf Lager haben hier. Ja, da waren einige Sachen schon leer. Damit der Rubel auch weiterhin rollen kann. Ja, das geht sich nicht ganz aus. So kommen wir schon eher langsam hin. Hä, ja, der Lackstift, dieser Scratch Remover, der ist schon auch echt ganz schön teuer, ne? So, wo sind wir denn? Ja, das können wir bestellen. Passt. Okay, mehr kann man uns eh nicht leisten. Ansonsten. Glaube ich, haben wir so langsam alles, oder? Also, ja, stimmt. Hier Parkplatz, das ist das Einzige, was noch fehlt. Kann man nächste Folge machen, der kostet ja nicht viel hier. Knapp 700, einmal hier den Sand entfernen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, dann echt so langsam durch. Die Werkzeuge hat man ja sowieso automatisch, da muss man sich gar nichts kaufen. Vielleicht kommt da einfach noch ein bisschen mehr dazu, das wäre natürlich cool. Regale haben wir auch alles. Definitiv. Großer Kuscheltierstand. Ja. Das könnte man uns natürlich noch gönnen, hier die große Version. Ja, aber ansonsten glaube ich, also das Wesentliche haben wir jetzt. Also wie gesagt, das sind jetzt noch ein paar Folgen. Mehr Angestellte sind auch nicht drin. Da haben wir auch das Maximum. Ja.
Gut, schauen wir mal. Wir werden hier noch fertig dekorieren, werden den Parkplatz auch ausbauen und so weiter und so fort. Und dann irgendwie noch schauen, dass wir auf die 5000 Dollar kommen, damit wir den Herren dann noch ausbezahlen können. Mal schauen, was passiert. Und ansonsten, ja, sind wir auf der Zielgeraden hier an der Tankstelle. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.